Wenn du glaubst oder denkst, dass Facebook, Google, Xing, Instagram, YouTube Datenkraken sind, dann sei gespannt und schau dir dieses Video bis zum Schluss an, denn du wirst überrascht sein, welche Datenkrake in Deutschland noch viel brutaler um sich greift. Ich hätte es selbst nicht gedacht. Es ist wieder brandneu extra für dich rausgesucht, ja, damit du deine Finanzen verbessern kannst. Also, was ist hier gelaufen? Ja, hier versucht eine Krake, dir immer weiter ins Portemonnaie zu gucken und damit auch langfristig zu greifen und dich wirklich und deine Kontobewegung zu analysieren, ja, damit die wirklich dann irgendwann alles über dich wissen. Ich hätte es, wie gesagt, selbst nicht für möglich gehalten, ja, aber bleib jetzt dran, damit du erfährst, wer da in deinen Kontoauszügen rumschnüffeln will. Und vielleicht hast du diesem Unternehmen sogar schon deine Erlaubnis gegeben und weißt es gar nicht. Was ist die heutige Story? Die heutige Story betrifft ein neues Produkt. Nennt sich CheckNow. Nicht Check24, aber in Anlehnung, also verkaufstechnisch sehr schlau aufgebaut. CheckNow ist ein neues Produkt der Schufa. Wenn du mein vorheriges Video noch nicht gesehen hast, dann kannst du dir das hier auf jeden Fall nochmal angucken. Aber ganz kurz für alle anderen nochmal erklärt, was ist die Schufa? Die Schufa ist ein 1927 gegründetes Privatunternehmen, seit ein paar Jahren eine Aktiengesellschaft. Sie ist also keine Behörde und die Besitzverhältnisse, kannst du mal versuchen, sie zu ergoogeln, mir ist es bisher nicht gelungen, sind eher nebulös. Aber die Schufa speichert von mehr als 66 Millionen Deutschen Daten, also wahrscheinlich auch von dir. So, worum geht es jetzt bei diesem neuen Produkt Schufa CheckNow? Dieses neue Produkt wurde in Zusammenarbeit mit Telefonica entwickelt und befindet sich angeblich noch in der Testphase. Und zwar offizielle Aussage, Zitat, potenzielle Neukunden, die aufgrund ihrer schlechten Bonität normalerweise keinen O2-Handyvertrag bekommen würden, können sich von der Schufa auf ihr Konto, also auf dein Konto schauen lassen. So kann die Auskunft teilen, also die Schufa, eine neue und womöglich bessere Bonitätsbewertung erstellen, die dann doch dafür sorgt, dass du einen Handyvertrag von O2, also von Telefonica, bekommst. Die machen übrigens auch ganz viel mit 5-Jahr-Stuff. Das nur mal so eine Nebenbemerkung. So, weiter im Text. Ein solcher Einblick durch sogenannte Kontoinformationsdienste wurde durch ein neues Gesetz bzw. eine Zahlungsdienste-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft, merke auf, PSD2 heißt das, ermöglicht. Vorausgesetzt ist, dass der Kunde dem zustimmt. So, ich verlinke dir dazu unten auch nochmal, beziehungsweise ich werde vielleicht, weil das Video in der Mediathek meistens nur 5-6 Tage bei ARD und ZDF vorhanden ist, werde ich nochmal gucken. Ich habe es mir auf jeden Fall runtergeladen, dass ich das separat zur Verfügung stelle. Also, dieser Rechercheverband berichtet von einer Branchenveranstaltung im Sommer 2020. Ein Mitarbeiter der neuen Schufa-Tochterfirma, die heißt FINAPI, ja, F-I-N-A-P-I, soll berichtet haben, dass das Unternehmen, und jetzt wirklich aufpassen, ja, wenn du dieses neue Produkt nutzt, ja, und dein Kreuzchen dort setzt, dann passiert Folgendes. Dann kann dieses neue Unternehmen in deinen Kontoauszügen bis zu 65 Kategorien erkennen. Darunter logischerweise dein Gehalt, deine Mietzahlungen, staatliche Leistungen, Unterhaltszahlungen, ja, was du beim Arzt bezahlt hast und natürlich auch Urlaubsreisen. Und jetzt kommt der nächste Knaller. Es gibt eine Datenschutzbehörde, die so etwas prüfen sollte. Und die Schufa hatte bereits Ende Dezember 2018 den von der Bankenaufsicht BaFin lizenzierten Münchner Kontoinformationsdienst FINAPI gekauft und der nach eigenen Angaben über 50 Millionen oder auf über 50 Millionen Bankkonten potenziell Zugriff hat. Deutsche Bankkonten.
Das Ganze ist keine Story von mir, sondern das ist recherchiert vom NDR, vom WDR und der SZ. Also in diesem Fall mal ein richtiges Kompliment an die Massenmedien. Ja, das Ganze wurde wohl auch auf Panorama gesendet und die zitieren hier aus weiteren internen Schufa-Dokumenten. Lass mich mal kurz gucken. Der Kontoeinblick eröffne ein wörtliches Zitat, umfangreiches Potenzial in Hinblick auf Bonitätsbewertung, Affinitätsscores oder Ermittlung der Lebenssituation, heißt es in einer vertraulichen Schufa-Präsentation vom Frühjahr 2019. So, nach den Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wurde das neue Produkt und das neue Projekt, dieses Schufa Check Now, erst am Tag der Aufsichtsbehörde vorgestellt, als es online ging. Wow, ist das dreist. Also, du kennst das aus meinen anderen Videos. Ich sage mal, das hier sind die Gesetze. So, dann kommen hier die Sparkassen. Und dann kommt hier oben die ganz große blaue Bank, ja, die schwebt über allen Gesetzen. Aber auch die Schufa eifert dem Ganzen schon nach. Also, meine Aufforderung, achte drauf, wenn du irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Handyverträgen, speziell mit Telefonica O2 haben solltest, dann geh bitte der Schufa hier nicht auf den Leim. So. Nachdem du jetzt dieses Video mit diesen Bombensensationen, die du wahrscheinlich noch nirgends gehört oder gesehen hast, mit deinen Geschwistern, Eltern, netten Kollegen und vor allen Dingen Leuten, die dir wirklich wichtig sind, geteilt hast und natürlich noch auf den Abo-Knopf gedrückt hast, habe ich jetzt noch one more thing. Und zwar, mach dich schlau, soweit du das kannst, ja, was über dich gespeichert wird. Das heißt, was also die Datenkrake, die aus meiner Sicht noch perverser als Google, Facebook, YouTube, Instagram und was es da alles gibt, Twitter, ganz, ganz brutal, ja, oder Xing, das ist letztendlich Facebook für Erwachsene, mach dich wirklich schlau, was diese neue Datenkrake Schufa da noch alles über dich speichern will, ja. Wie gesagt, die wollen in Zukunft, das ist natürlich wieder ein Testballon, jetzt wird das verkauft, dass man sagt, ja, es geht ja nur um O2-Verträge und nur Telefonica und wir wollen den Leuten helfen, ja ihren Handyvertrag zu kriegen. Aber weißt du was, das ist mit allem das Gleiche. Wenn du das über mehrere Jahre, wenn es geht Jahrzehnte beobachtest, dann ist die Masche immer folgende. Erstmal wird die Öffentlichkeit provoziert. Autobahnmaut. Da war am Anfang, oh, Riesenalarm. Ja, dann zwei Jahre später, dann wird das wieder unter den Teppich gekehrt. Zwei Jahre später wieder Autobahnmaut, oh, Alarm. Ja, nochmal zwei Jahre später Autobahnmaut. Naja, ach, ist ja nur für die LKWs. Es ist immer wieder das gleiche Prinzip. Also, wehret den Anfängen. Ja, deswegen one more thing für dich. Ja, klick hier jetzt unten unter dem Video auf den Link. Dort findest du ein anderes Video, wie du dich einfach schlauer machen kannst, was die Schufa aktuell über dich speichert und ganz klar für dich komplett kostenlos. Hier die Anleitung in diesem Videolink. Ja, denn auch die Schufa versucht dich dort als gewinnorientiertes Unternehmen, als Aktiengesellschaft, die in allererster Linie ihren Aktionären verantwortlich ist, natürlich wieder dir Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich habe sogar Leute erlebt, 2022, die jeden Monat 5 Euro bezahlen, damit sie dann eine SMS kriegen, wenn irgendjemand irgendwas über dich abfragt. Noch ein One More Thing. Ja, vermeide bitte über Internet Klarna und ähnliche zu bestellen, weil das geht immer wieder an die Schufa. Das andere Thema IKEA-Karte hatten wir letztes Mal schon. Also besorg dir kostenlos, unverbindlich mit dem Link unter dem Video. Schau dir das Video an, wie du schnell und einfach zu deiner kostenlosen Schufa kommst. Ja? Und wie du deinen Schufa-Score verbesserst. Deshalb abonniere meinen Kanal.
Da werde ich in den nächsten Wochen dir noch ein Video drehen und dir viele, viele kleine Tipps geben, wie du deine Schufa verbessern kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.